Heute bei Hallo Benjamin, die Teamsportart Handball. Gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren. Mit Tipps von einem Handballtrainer, Spiele, ein Kochtipp und noch vieles mehr. Mit dabei sind die Kinder Chiara, Johanna und Hanna. Ihr habt es sicher schon erraten, bei uns geht es heute um das Thema Handball. Willkommen zu Hallo Benjamin. Ich habe auch drei sportliche Gäste. Schön, dass ihr heute da seid. Kennt ihr euch denn aus mit Handball? Ihr wisst wahrscheinlich schon eine ganze Menge darüber, oder? Ja, also ich weiß, dass man Handball in der Halle spielt. Mhm. Ja, man darf auch nur 3 Schritte laufen, außer man prallt den Ball. Ach so, gar nicht so leicht. Und was weißt du? Man wirft den Ball ins Tor. Das ist natürlich das Ziel von dem Ganzen. Genau. Ja, und Handball spielt man in der Halle, haben wir schon gesagt, aber es hat sich aus dem Feldhandball entwickelt. Also früher hat man es draußen gespielt, aber seit 1973 gibt es das nicht mehr. Da spielt man es eigentlich nur noch in der Halle. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über Handball erfahren. Benjamin, von dir würde ich gerne wissen, was weißt du eigentlich über Handball? Handball spielt man so seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals erfand ein Berliner Oberturnwart die Handballregeln, die er sich für Mädchen ausgedacht hatte. Er fand nämlich, dass die jungen Spiele für die viel zu brutal sind. Heute spielen es beide, Frauen und Männer. Ob meine kleinen Gäste gut Handball spielen können, das werden wir jetzt gleich sehen. Und ich habe auch einen Experten da. Bei mir ist der Stefan Schoch. Hallo. Hallo. Schön, dass du hier bist. Du bist Handball-Jugendleiter beim TV Stetten. Also ein echter Experte. Seit wann spielst du selber Handball? Ja, ich selber spiele eigentlich Handball, seitdem ich stehen kann. Also schon ist ziemlich früh. Lange. Ja, genau. Und Trainer bin ich jetzt seit 15 Jahren. Ah ja, ist auch schon eine Weile. Genau. Und wen trainierst du momentan? Ich trainiere im Moment die E-Jugend. Die sind so zwischen 8 und 11 Jahren alt. Ah, das ist ja so. Das ist genau euer Alter. Euer Alter, das passt ja ganz gut. Ja, und du hast uns natürlich auch ein paar Trainingsübungen mitgebracht, die ihr jetzt mal machen werdet. Und ich übergebe jetzt einfach mal an dich und du kannst sagen, was die Mädels jetzt gleich machen sollen. Genau, ihr fangt jetzt einfach mal ganz normal an mit Prellen, weil ihr habt es vorher schon richtig gesagt, Prellen gehört zum Handball dazu. Nehmt euch ein bisschen Platz. Ihr prellt erstmal mit rechts und links abwechselnd und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, perfekt. Das sieht schon ziemlich gut aus. Dann haltet ihr mal den Ball kurz fest. Jetzt probieren wir ein bisschen was Schwierigeres. Jetzt fangt ihr an zu prellen, auch wieder abwechselnd. Und dann geht ihr in die Knie und steht wieder auf. Und durchgehend prellen. Ja, und nochmal. Super. Das sieht doch sehr gut aus. Sehr geschickt an. Okay. Dann kommt ihr einfach mal hier rüber zu dem Ring, startet in dem Reifen. Und jetzt gucken wir mal, ob ihr auch schöne Kurven laufen könnt während dem Prellen. Wenn ihr am Ende bei dem Reifen angekommen seid, versucht ihr mal auf die Torwand zu werfen. Sollen wir dann auch die Hände abwechseln? Auch die Hände abwechseln, wenn ihr das könnt, ja. Und ich glaube, ihr zwei müsst schon mal ein bisschen in Deckung auf die Seite gehen, weil die Chiara gleich auf die Torwand wirft. Genau. Da, jetzt bin ich gespannt. Ja, das war ganz knapp. Ja, echt, aber es ist sicher nicht einfach. Ja, das sieht schon gut aus. Und geht es mit links denn schwieriger? Aber eigentlich sieht das ganz gut aus. Und jetzt wird geworfen. Ah, auch ganz knapp daneben. Ist aber auch nicht einfach. So, und jetzt du noch. Ja. Ui, ja, nichts passiert. Nichts passiert. Aber gut. Echt nicht so einfach. Ich könnte das auch nicht so richtig. Ja, der Ball. Und jetzt kannst du noch werfen. Darfst nach unten probieren. Boah, Mensch, ganz schön starker knapp. Schuss, aber auch daneben macht nichts. Trotzdem super gemacht. Ich fand, das sah schon ganz gut aus. Ich finde auch. Ihr könnt euch da sehen lassen. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt bei einem ganz besonderen Handballspiel zugeschaut. Und zwar haben wir die Eichenkreuzliga besucht. Ja,
Der Ball ist rund und eine Halbzeit dauert in diesem Fall 15 Minuten. Die CVJM-Mädchen der D-Jugend spielen hier im Rahmen der Eichenkreuz-Handballliga gegeneinander. Die Eichenkreuz-Liga ist eine Spielklasse des evangelischen Jugendwerks für alle Altersgruppen, von den Kleinen bis zu den Großen. Aber warum Eichenkreuz? Was ist der Unterschied zu den Ligen des Württembergischen Handballverbands? Bei uns wird Handball genauso wie im Handballverband gespielt, mit vollem Ehrgeiz, vollem Einsatz und mit Spaß. Bei uns ist aber trotzdem noch was anders. Und zwar steht bei uns der Einzelne ziemlich im Mittelpunkt und auch die Gemeinschaft vom Team, weil wir sagen, das prägt und das prägt auch die jungen Leute. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir die Arbeit machen und genau, dass man bei uns dann auch einfach spielen kann und auch einfach sein kann. Dass wir wertvoll und dass wir geliebt sind. Um Inhalte und Werte zu vermitteln, findet direkt am Spieltag eine Andacht statt, die als fester Bestandteil zu den Wettbewerben dazugehört. Du bist wertvoll. Genau, bei uns ist wichtig, dass die jungen Leute auch in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Deswegen machen wir Andachten in den Spieltagen und auch im Training. Wir wollen darüber einfach christlichen Inhalt, christliche Werte vermitteln und damit die jungen Leute prägen und auch für ihr Leben einfach stärken. Respekt und Fairness sollen dem Nachwuchs nahegebracht werden, aber nicht nur das. Die Eichenkreuzliga hat natürlich auch eine sportliche Dimension. Bewegung ist gesund und das Handballspiel macht den Kindern in erster Linie einfach Spaß. Eine richtige Siegerehrung gehört natürlich genauso dazu wie Urkunde und Medaille. Am Ende haben die Mädels des TVJM Hageloch nach einer prima Saison die Nase vorn. Doch über den Wettbewerben, bei Spieltagen und Turnieren, steht das Eichenkreuz-Motto: Erlebnis geht über Ergebnis. Wer Handball spielt, muss ja auch seine Sportsachen irgendwie mitnehmen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir basteln heute so Sporttaschen und stempeln da verschiedene Sachen drauf. Da gibt es jetzt verschiedene Techniken. Und du kannst gleich schon mal erklären, was du alles hast. Also ich habe mir hier so ein Männchen aus so Korken und so Eisstängelchen. Das kann man sich ganz einfach selber basteln. Und dann habe ich das hier so draufgelegt und halt mit Farbe vorher beschmiert, mit schwarzer. Und das kann man so draufdrücken und dann sieht es so ganz toll aus. Und den Kopf macht man mit dem Korken und den Ball auch. Und dann kann man sich hier noch mit sowas, kann man die Arme noch machen. Und mit einem halben noch den einen Arm, wo er wirft und ja. Ja, das sieht schon voll gut aus. Du hast einfach nur diese Eisstecken an Korken festgeklebt und schon haben wir unsere Stempel. Jetzt haben wir noch andere Dinge, mit denen wir stempeln können. Chiara, was hast denn du noch alles? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so Zahnstocher. Damit kann man auch, wenn man will, also irgendwelche Sachen zeichnen, wenn man noch so Farbe drauf macht. Also die ist genau die gleiche Farbe, wie sie hat. Oder man kann auch ein Tornetz machen und ich mal zuerst mal hier so ein T-Shirt. Ich kann euch das hier mal auf der Tasche zeigen. Das ist nämlich auch gestempelt. Das Tor ist mit den Zahnstochern gemacht und auch das Gras unten ist auch mit Zahnstochern. Muss man halt ganz oft hintereinander stempeln. Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie man seine Tasche schön bunt kriegt. Die hast du für uns. Was machst du? Ich tue mit den Stiften meine Männchen zeichnen. Genau, also das ist auch immer noch eine Möglichkeit, dass man das einfach malt. Aber ich finde, das Stempeln sieht auch echt super aus. Du machst noch ein paar Männchen. Ja, sehr schön. Und danach müsst ihr das Ganze trocknen lassen. Und wenn es gut getrocknet ist, muss man das bügeln. Und dann ist die Farbe auch fixiert und bleibt drin und geht nicht mehr raus. Super. Da kommt noch ein neues Handballmännchen. Ja, ich würde sagen, wir basteln noch ein bisschen. Und für euch gibt es jetzt den Benjamin. Handball ist ein Mannschaftssport. Gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren. Jeder kann das Beste für das Team geben. Aber kein Spieler kann so toll spielen, dass er alleine ein Spiel gewinnt. An einem Strang zu ziehen ist immer eine tolle Erfahrung. Ob in der Freizeit oder in der Schule. Handball ist aber kein körperloses Spiel, das ist schon allein wegen der Geschwindigkeit nicht möglich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es da Grenzen und bestimmte Regeln gibt. Und mit den Regeln wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Wir haben hier das Spielfeld. Stefan, erklär mal. Genau, wir haben das Spielfeld, wir haben zwei Hälften, für jede Mannschaft eine. Wir haben hier
den Torraum. Das sieht man vielleicht hier auch nochmal besser, wenn dann quasi auch die Spieler da sind. Den Torraum darf man als Feldspieler nicht betreten, den darf nur der Torwart betreten. Wir haben dann auch zwei Halbzeiten und am Ende gewinnt welche Mannschaft? Die meisten Tore schießen. Ja. Jawohl, genau. So einfach ist es. Ziel. Ja, super. Und um diese ganzen Regeln einzuhalten, braucht man einen Schiedsrichter. Und du bist jetzt gleich Absolut. Unser Schiedsrichter. Mhm. Wir machen ein kleines Quiz. Und zwar gibt es ja verschiedene Dinge, die man nicht tun darf und wo der Schiedsrichter dann einschreitet, wenn es passiert. Und der macht es anhand von Zeichen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Du kannst dich mal hier rüberstellen, damit wir dich auch alle gut im Blick haben. Ihr könnt euch mal um den Buzzer rumstellen. Wer als erstes eine Idee hat, drückt einfach auf den Knopf und wenn es richtig ist, kriegt der Gewinner einen Schokoball. Sehr lecker. Und hier stehen die verschiedenen Begriffe, die ihr jetzt gleich zuordnen müsst, damit es ein bisschen einfacher ist. Dann würde ich sagen, Stefan, leg mal los. Dann fangen wir mal an. Das erste Zeichen ist das hier. Tja, gar nicht so leicht. Vielleicht möchte jemand mal raten. Chiara? Umklammern? Nein. Nein. Das ist es nicht ganz. Stell dich mal vor, was man ganz schnell macht. Wovon man vielleicht zu viel macht. Wenn oder man so? Zu viel macht. Schrittfehler, genau richtig. Dann darfst du dir einen Schokoball nehmen. Perfekt. Okay, den Schrittfehler haben wir schon. Ich nehme den einfach mal zu mir. So, das zweite. Wäre dann das hier. Umklammern. Richtig, umklammern. Das ist es, umklammern, genau. So, als drittes machen wir mal dieses Zeichen. Stürmerfaul? Nein, das ist nicht richtig. Das Abwurf? Abwurf, genau, das Zeichen gibt es dann, wenn der Ball ins Tor ausgeht. Jetzt lege ich die wieder dazu, sonst wird es viel zu einfach. Fällt mir gerade so ein. Okay, aber zwei haben wir noch. Genau. Dann haben wir als nächstes das hier. Stürmerfaul. Nein, das ist leider den nicht hättest richtig. Du gerne. Schlagen. Dann ist es Schlagen, genau. Und zuletzt, das sieht aber auch wirklich aus wie Schlagen, haben wir das Zeichen. Stürmerfaul. Das ist das Stürmerfaul. Ja, voll ab. Genau. Aber es ist gar nicht so leicht. Aber das muss man wahrscheinlich einfach lernen. Das wenn man muss man das spielt, lernen, muss man wissen, was bedeutet. Ja, super. Chiara ist unsere Gewinnerin und hat voll abgeräumt. Wir essen natürlich alle total gerne Schokobällchen oder andere ungesunde Sachen, aber als Sportler muss man sich natürlich gesund ernähren. Und da haben Birgit und Felix was für uns vorbereitet. Da gucken wir jetzt mal hin. Hallo, hier sind wir wieder. Felix und Birgit. Heute wollen wir euch zeigen, wie Marienkäfer gehen. Dazu brauchen wir, was ist das, Felix? Mozzarella. 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 Dann haben wir dunkle Oliven. Oliven. Und noch Tomaten. Und Basilikum. Genau. So, dann starten wir. Du kannst mal erklären. Ich schneide dir schon mal den Mozzarella los. Also ich lege jetzt hier den Mozzarella hin und lege dann die Basilikumblätter so da drauf. So wie man möchte. Da gibt es einen ganz kleinen Trick, wenn du das ein bisschen aufreißen oder vielleicht einen kleinen Schnitt reinmachen. Schau mal, dann haben wir schon wieder. So drauflegen. Klasse. Ich schneide dir mal eine Tomate, oder? Ja. Genau. So, du bist dran. So, dann nehme ich jetzt hier diese Tomate. Eine halbe. Eine halbe Tomate. Genau. Leg die hier drauf. Mhm. Die Oliven haben wir schon mal vorbereitet. Die Oliven. Die haben wir geviertelt. So. Ja, genau, das ist der Kopf. Na, das sieht doch süß aus. Und noch die Punkte dazu. Genau, die halten vielleicht manchmal nicht ganz so, aber sieht klasse aus. Ich denke, ihr wisst jetzt, wie es geht. Wir wünschen euch viel Spaß und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Da bin ich aber schon ganz gespannt auf unser gesundes Essen. Jetzt habe ich aber immer noch den Stefan, unseren Experten, bei mir und möchte noch ein paar Sachen wissen. Du trainierst ja eine E-Jugend. Sind da die Regeln irgendwie ein bisschen anders? Genau, also im Handball ist es so, dass die Regeln altersgerecht sind. Bei den Minis, bei den ganz Kleinen, gibt es gar kein richtiges Handball, sondern nur Spielchen.
In der E-Jugend ist es dann so, dass man auf ein kleines Feld spielt und ab der D-Jugend dann aufs große Feld. Mhm. Und auch die Spielzeit ist unterschiedlich, also für die Jüngeren 40 Minuten bis zu den Aktiven dann 60 Minuten. Ist schon ganz schön lang, muss man ganz schön durchhalten. Absolut, braucht man viel Kraft und Kondition. Und ab wann kann man denn Handballspielen anfangen? Wie alt sollte man da sein? Also Handball kann man im Prinzip schon mit 4, 5 Jahren anfangen, bei den Minis dann eben und dann spielerisch an die Sache herangeführt werden. Und dann so mit 8 bis 10 eben dann in der E-Jugend, aber anfangen kann man eigentlich immer. Sobald man irgendwie laufen und werfen kann. Richtig, genau. Und was braucht man am Anfang? Braucht man da schon gleich Ausrüstung? Im Prinzip einfach in die Sporthalle kommen. Ich denke, jeder Verein hat genügend Bälle für alle Kinder. Von dem her, mit Sports ran zur Halle kommen reicht schon. Na super. Also ihr zu Hause habt es gehört. Wenn es euch interessiert, einfach mal ausprobieren. Ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst, Stefan. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Dankeschön. Ja, und für euch gibt es jetzt noch den Benjamin und der hat eine Preisfrage. Meine Preisfrage lautet heute: Wie heißt der Spieler, der versucht, die Tore zu verhindern? Schreibt mir schnell, damit ihr tolle DVDs und Bücher gewinnen könnt. Und wo wir gerade bei Büchern sind, hast du wieder einen Lesetipp für uns, Tina? Ja, ich habe euch heute auch wieder einen Buchtipp mitgebracht und zwar heißt das Buch Ich lerne Handball. Da geht es natürlich auch ums Handballspielen, da kann man die ganzen Regeln nochmal nachlesen, da kann man vieles lernen über was man alles beachten muss. Hier zum Beispiel zeige ich euch mal, da kann man lernen, wie man richtig fängt, wie man da seine Hände halten muss und was man alles machen muss. Im Buch ist auch ein kleiner Fuchs und der führt durch das ganze Buch und erklärt verschiedene Sachen. So schaut es aus. Und da könnt ihr ganz viel lernen. So, und jetzt gibt's für euch noch die Bibelgeschichte. Jesus unterhält sich mit einem Zöllner. Der Mann ist als geldgierig und eigensüchtig bekannt. Deswegen mögen ihn die anderen nicht. Jesus wendet sich ihm trotzdem zu. Ihr versteht nicht, sagt er zu ihnen und erzählt eine Geschichte. Es gab einmal einen Hirten. Der hatte 100 Schafe. Er liebte sie und passte gut auf sie auf. Sie blieben auch immer schön beisammen. Doch eines Tages zog er mit ihnen durch ein Gebirge. Der Weg war anstrengend und gefährlich. Als der Hirte abends die Herde noch einmal durchzählte, oh je, da fehlte ein Schaf, es war weg. Daraufhin ließ er die übrige Herde zurück und ging suchen. Schäfchen! Wo bist du? Überall suchte er, auf jedem Gipfel, in jedem Tal. Dann sah er es plötzlich allein auf einem Hügel stehen. Der Hirte nahm es unter den Arm und trug es zurück. Habe ich dich wieder? Deinetwegen habe ich alles stehen und liegen lassen. Danach beeilten sich Hirte und Schaf, zurück zur Herde zu kommen. Die braven Tiere waren in der Zwischenzeit beisammen geblieben und hatten friedlich gegrast. Da ist es wieder, unser Schaf. Die anderen blökten freudig. Aber du hättest während deiner Suche alle 99 anderen Schafe verlieren können, sagten die anderen Hirten. Daraufhin sagt Jesus, dem Hirten war eben das eine Schaf in der Irre wichtiger als die sichere Herde. Der Zöllner lächelt. Jetzt müsst ihr mal gucken, was wir hier für eine tolle Handballmannschaft haben. Wir haben hier Mozzarella mit Tomate und Olive, kleine Marienkäfer, die echt süß aussehen. Ich würde sagen, die probieren wir gleich mal. Davor darf aber noch die Hanna würfeln. Und die Chiara liest vor. An die Teller, fertig, stopp. Danke für das Essen, Gott. Amen. Ja, dann würde ich sagen, an die Teller, fertig, stopp. Soll ich euch mal geben? Ich kann mal jedem hier so einen Marienkäfer geben. Gibst du mir mal deinen Teller? Ich ein kleiner Marienkäfer für unsere Kleinste. Und so, der und Größte für dich. Die Größte. Genau. Nehme ich mir noch den Torwart. Ah, jetzt können so die schlimm. Marienkäfer keiner einfach gesehen. Ein Tor schießen. Na, dann probiert mal. Dann ist umgefallen. Und? Schmeckt der gut? Mhm. Und gesund ist es obendrein auch noch. Das ist doch super. Ja, ich würde sagen, wir essen jetzt unsere Marienkäfer alle noch auf. Für euch kommt gleich noch der Benjamin und wir sagen schon mal tschüss. Tschüss!
Wer viel trainiert, der schwitzt viel. Schwitzen ist gesund, sagt unser Sportlehrer. Aber die Flüssigkeit, die wir herausgeschwitzt haben, fehlt im Körper. Wir müssen also viel trinken, um das wieder auszugleichen. Dabei sollten die Getränke nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Denn sonst braucht der Körper noch mehr Energie, um die Flüssigkeit auf knapp 37 Grad zu bringen. Das ist nämlich die normale Körpertemperatur. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!